gerade ganz aktuell Ende Mai, die Abende werden wieder schöner. Wir sitzen am Balkon, wir sitzen auf der Terrasse und wir wollen ein Glas Wein trinken. Was passiert? Wir haben nicht so schnell trinken, wir trinken es gemütlich. Der Wein wird warm. Ich will aber keinen Wein, warmen Wein trinken, sondern er soll kalt sein. Eiswürfel würde ich da keine reinmachen, weil sonst habe ich ja Weinwasser. Daher habe ich mir einfach Weintrauben eingefroren, egal ob das rote oder weiße sind. Einfach über Nacht im Tiefkühl gelegt. Jetzt schmeiße ich mir da die in den Wein rein. Und die Weintrauben kühlen jetzt den Wein wieder runter und geben keinen Geschmack ab. Das verbessert meinen Wein nicht, kühlen aber runter. Wenn ihr das macht, am besten immer Bio-Weintrauben nehmen. Weitere Rezepte, Rezeptideen findet ihr auf ichkoche.at.